In Neverwinter schauen wir uns heute mal verschiedene Gruppenaktivitäten an und zum ersten Mal eine Instanz. Eine war nämlich spielbar während des Beta-Wochenendes und während unseres Presse-Anspiel-Events. Cloak Tower heißt es und wie man hier schon sieht, ist Neverwinter tatsächlich mal ein MMO, das direkt mit einem Tool zur Gruppensuche an den Start geht. Juhu! Geht man also einfach zum Instanzeingang und kann sich dann direkt in so eine Warteschlange einreihen. Ja, wir haben uns gleich auf die ersten Gegner gestürzt. Natürlich könnt ihr auch in den Instanzen regelmäßig Lagerfeuer finden, an denen ihr zu den Göttern beten könnt, um euch wertvolle Buffs und Goodies abzuholen. Und ansonsten stürzt ihr euch einfach mal kopfüber mitten in die Kämpfe rein. Das haben wir nämlich auch gemacht. Spielt hier in so einer Burganlage. Wie man später noch sieht, wird es allerdings optisch auch noch ein bisschen abwechslungsreicher. Überhaupt so von der ganzen Inszenierung her, wie auch der Rest von Neverwinter, hat es einen sehr runden Eindruck gemacht. Ist ein wirklich schöner Dungeon. Spielerisch ist allerdings natürlich auch die erste Instanz, muss man dazu sagen, und auch noch Beta-Stand, war allerdings nicht so richtig aufregend. Ja, ist ein bisschen shaky auf dem Gebiet. Das liegt daran, dass es beispielsweise keine der Fallen gab, wie zum Beispiel in den Solo- und Quest-Dungeons, wo man dann beispielsweise ausweichen musste oder aufpassen musste, wo man hinläuft, oder die man dann entschärfen musste, wenn man dann die entsprechende Klasse gespielt hat oder sich kurzfristig einen Buff verpasst hat. Das heißt, das gab es in dem Ganzen bis jetzt nicht. Ja, hier sind wir jetzt im Keller Bibliotheksgewölbe und da fangen die Gegner dann auch an, langsam schwieriger zu werden, auch die Trash-Gegner. Hier haben wir wieder diese roten Einzeichnungen gesehen. Das Kampfsystem von Neverwinter ist ja sehr aktiv. So ein bisschen vergleichbar mit Terra, wenn auch nicht ganz so temporeich und ein bisschen mehr fehlerverzeihend. Aber wenn da zum Beispiel bei Gegnern diese Einzeichnungen sind, dann sollte man doch möglichst schnell das Weite suchen. Ja, außer man ist der Tank. Zum Beispiel als Guardian Fighter und blockt die natürlich, dann braucht man nicht weglaufen, sondern bleibt einfach stehen und kriegt sein Schild. Ja, die Gruppenaufteilung hier waren auch zwei Krieger, die während des Beta-Wochenendes primär die Tank-Variante der Krieger waren, zwei Schurken und ein Kleriker. Auch das Heilen übrigens aktiv, wobei du da, glaube ich, die Erfahrung hattest, dass es gar nicht ganz so einfach ist. Ja, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, wenn wir uns noch ein paar Szenen aus dem Scharmützel anschauen. Das war jetzt so eine kleine Cutscene. Ja, Cutscene ist fast ein bisschen viel gesagt, aber so eine kleine Gegnervorstellung. Die kommt immer zu den Bossen, vor allem in der Instanz zumindest. Das hier ist nämlich der erste. Hat eine ganze Weile gedauert, bis man da war. Kein sonderlich komplexer Kampf. Ein paar Effekte, aus denen man rauslaufen sollte. Und vor allem viele Aids. Ja. Aber wie man hier sieht, das ging relativ zügig und auch die Herrschaften dann sind kein großes Problem mehr. Dieses wilde Rumgewirbel mit dem Kamera rauszoomen war übrigens eine der Daily Powers des Schurken. Das sind diese Fähigkeiten, die man so ein bisschen aufladen muss im Kampfverlauf. Die kann man nur eher selten wirken und da springt der Schurke eben von Gegner zu Gegner und steckt jedem mal so ein Dolch zwischen die Rippen. Ja, da sieht man da das Sechseck in der Mitte von den Aktionsleisten. Da geht sie die übliche Kraft. Ja, die heißen derzeit noch Daily Power, wie in der D&D-Vorlage. Die Entwickler haben aber schon gesagt, nachdem man die durchaus öfter als einmal am Tag wirken kann, was aber wohl in der früheren Version tatsächlich auch hier in Neverwinter so war, werden die wahrscheinlich zum Release nochmal umbenannt. Hier siehst du, Beute gibt's. Da sieht man auch ganz praktisch am Beutefenster schon, ob man das als Klasse überhaupt benutzen kann. Wenn es gleich komplett rot eingefärbt ist, dann kann man davon die Finger lassen, weil das für die eigene Klasse nicht geeignet ist. Ja, was vor allem extrem nützlich ist, hier bei den Beuten der Bosse geht es noch, da sieht man tatsächlich auch gleich die Werte. Wenn allerdings zum Beispiel Trash-Gegner was fallen lassen, dann ist das meiste davon, sieht man nicht, was da eigentlich für Attribute drauf sind. Das muss man dann erstmal identifizieren. Bevor man das machen kann, muss man sich allerdings schon für Bedarf oder Gier entschieden haben. Mhm. Was bei noch zu identifizierenden Items natürlich nicht ganz so einfach ist. Deshalb ist es ganz gut, zumindest auch da die Hilfestellung zu haben und direkt zu sehen, kann ich das überhaupt benutzen oder ist das ohnehin für eine andere Klasse gedacht. Ja. Hier sieht man da auch so ein paar andere Abschnitte, wo man zwischendrin noch durch so ein Höhlensystem läuft. Und es gibt auch direkt eingebaut so ein kleines Damage-Meter. So ein paar Statistiken, wer wie viel Schaden gemacht hat, wer wie viel Schaden kassiert hat, wer wie viel geheilt hat. Wer da irgendwas daraus ablesen möchte, ist allerdings jetzt natürlich vom Umfang her nicht so wie diverse Add-ons, die es zum Beispiel für World of Warcraft gibt, die einem dann auch tatsächlich helfen würden zu gucken, warum ist denn da jetzt eigentlich gerade jemand gestorben, sondern tatsächlich eher so Bestenlisten-Charakter. Auf der Stufe braucht man das ja auch noch nicht wirklich. Und da haben wir gleich den zweiten Gegner. Den letzten. Der Endboss. Wir haben ein bisschen vorgespielt, weil wie gesagt, so schrecklich aufregend sind die meisten Bosskämpfe nicht. Eine Ork-Dame übrigens auch. Nicht für einen Herrn halten, sonst wird sie noch stinkiger, als sie ohnehin schon ist. Auch da geht es vor allem darum, im richtigen Moment den Effekten auszuweichen
und relativ mit relativ vielen Ad-Wellen auch klarzukommen. Ja, Ads, davon sind die Entwickler sowieso ganz besonders begeistert. Vielleicht findest du da in Zukunft noch was, dass es nicht nur darauf hinausläuft, dass irgendwann der ganze Raum für mit Gegnern ist. Ja, ich würde hoffen, dass das Instanzdesign für spätere Dungeons dann auch noch ein bisschen anspruchsvoller wird. Was ich halt vor allem schade fand, ist, dass es keine Fallen zum Beispiel gab, die in den Quest-Dungeons eben durchaus da sind und wo man sich dann als Schurke auch so ein bisschen cool fühlen kann, wenn man die direkt entschärfen kann. Andere Klassen können es aber auch. Also es wäre auch für Gruppeninstanzen kein Riesenhindernis, wenn dann mal kein Schurke dabei ist. Nee. Also das wären Mechaniken, die eigentlich ganz schön wären. Und hier sieht man auch ganz gut, wie viele Begleiter-Orks da noch im Verlauf des Kampfes dazukommen. Mhm. Obwohl der Endgegner hier schon tot war, mussten wir dann da noch ein bisschen aufbauen. Da muss ein bisschen aufbauen werden, ja. Und was wir gleich noch zeigen, ist, es gibt neben Gruppeninstanzen auch so kleinere Gruppen-Events, vergleichbar mit den Sofortabenteuern aus Rift oder den Szenarien in WoW, einfach so kleinere Gruppengeschichten. Das ist jetzt im Turmdistrikt und da muss man sich gegen, auch mit einer vollen Gruppe, gegen verschiedene Angriffswellen von Orks erwehren. Ja. Wir haben es schon angedeutet, ich habe da in dem Kampf auf dem Schlachtfeld einen Heiler gespielt. Und da man ja nicht die verbündeten Spieler ins Ziel nimmt, wie in anderen MMOs beispielsweise, sondern einfach nur in die Richtung visiert, in der die sind, und dann seinen Heilzauber abfeuert, kommt es dann, oder es ist bei mir dann häufiger vorgekommen, dass die NPCs, die ihr da gerade habt anrennen sehen, vor den Spielercharakter gelaufen sind und den Heilzauber abgefangen haben. Ich fand das nicht ganz so gut gelöst. Ja, hier im Bild sieht man mal so einen Tankkrieger, den hatten wir im anderen Video, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Da ist es eben so bei den anderen Klassen, wenn man Shift drückt oder zweimal eine Richtungstaste, dann, sofern sie genug Aktionspunkte haben oder Ausdauerpunkte, machen sie ja diesen Ausfallschritt. Die Schutzkrieger, die beschützen den Krieger, die verblocken dann mit dem Schild. Also die machen keine Ausweichrollen. Ja, da braucht ihr auch keine Ausdauer für, da läuft keine Ressource runter, sondern ihr könnt eigentlich im Prinzip so lange blocken, wie ihr wollt. Ja, man muss schon aufpassen, dass die Blockanzeige, die man da auch links sieht, die nimmt dann, je mehr Schaden man blockt, durchaus Schaden. Ja. Die muss man dann über diverse Fähigkeiten wieder aufladen. Die entscheidet dann eben, wie lange man das aushält. Und dann hier zum Abschluss nochmal den Endboss. Da gibt es natürlich auch einen großen Ork, der kräftig zuhaut. Aber auch da ist jetzt kein furchtbar von den Mechaniken her anspruchsvoller Kampf. Und dann gibt es natürlich auch kleine Belohnungen. In dem Fall hier unter anderem die Astraldiamanten. Kann man sich gleich noch aus der Truhe pflücken. Die eine der Ingame-Währungen, für die man sich zum Beispiel auch die Echtgeldwährung für Itemshop und so dann kaufen kann. Also gibt verschiedene Gruppenaktivitäten auch in Neverwinter und alle über den Gruppenfinder zugänglich. Was da bis jetzt in der Beta zu sehen war, war eigentlich schon ganz rund. Wie gesagt, bei den Instanzen hoffen wir natürlich noch drauf, dass die noch etwas ausgefeilter werden.